herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog und gute Neuigkeiten, ich kann euch endlich mehr erzählen. Ihr fragt euch jetzt, bist du dumm, von was erzählen? Ich will euch noch nicht alles zeigen, aber das, was ihr gerade gesehen habt, hat mit meinen zukünftigen Projekten zu tun, die wirklich ultra aufregend werden. Und ich kann euch jetzt endlich mehr drüber sagen und ich sag euch, Leute, es wird nice. Es wird richtig nice. Also, um was geht's und warum bin ich überhaupt so aufgeregt? Ich habe vor ein paar Wochen oder vor einem Monat oder so eine Anfrage von einer Marke bekommen, die mich gefragt haben, ob ich mit ihnen kooperieren will. Es würde um Mode gehen, um Klamotten und so. Und ich war direkt so, yo, das ist praktisch... Das war so sofort so... Ich habe noch auf der Autofahrt vorher mit meinen Eltern drüber gesprochen, wie gerne ich später sowas mit... Klamotten machen würde und dann bekomme ich diese E-Mail, habe mit denen so ein bisschen rumgeschrieben und eins kann ich euch sagen, ja, es wird ein Product Placement. Oh nein, Product Placements, oh je, ja, aber ich sag euch wirklich von ganzem Herzen, es wird ein ehrliches Product Placement, also es wird kein Product Placement, was einfach nicht zu mir passt. Sondern es wird einfach eins, was mir auch selbst Spaß macht. Ich werde nach Kopenhagen fliegen. Ich werde da Fotos machen mit den Klamotten. Ich werde deren Klamotten promoten. Und ich hoffe wirklich, dass ihr euch da genauso drauf freut wie ich mich. Weil das ist einfach ein großer Traum. Es ist wirklich ein großer Traum. Und der ist so ganz plötzlich in Erfüllung gegangen. Und ich bin so froh drüber und ich hoffe auch wirklich, dass ihr da mal davon abseht, dass es ein Product Placement ist. Es ist bezahlt von dieser Marke, aber ich werde nicht dafür bezahlt, irgendwie zu sagen, ja, tolle Marke, huiuiui. Sondern das ist meine ehrliche Meinung und ich habe mir auch gut überlegt, ob ich diese Kooperation eingehen möchte. Und ich wäre mir ganz sicher, ich habe auch schon wirklich viele andere Anfragen bekommen, die ich auch viel abgelehnt habe. Also ich habe noch kein einziges Product Placement auf diesem Kanal gemacht. Und das wird mein erstes und es wird... Fett. Es wird einfach riesig. Ich darf euch immer noch nicht alles sagen, aber wie gesagt, es geht um Klamotten. Es wird da 2-3 Vlogs aus Kopenhagen geben. Das wird richtig nice. Das gibt es sogar noch vor meinen Amerika-Vlogs. Ja, ich kann es euch endlich sagen. Ich habe so lange drauf gewartet, wirklich. Das freut mich sehr. Ja, ich weiß, man merkt irgendwie so, ich wabbel die ganze Zeit so rum. Ich freue mich wie so ein kleines Kind. Das dauert auch noch ein Weilchen, also das ist erst im August, aber ich glaube, dass die Zeit bis dahin echt sauschnell vergeht und ja, boah, endlich. Jetzt gibt's lecker Nudelauflauf zum Abendessen.